Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Weltweit trauern Politiker um die frühere britische Premierministerin Margaret Thatcher. Sie ist heute im Alter von 87 Jahren gestorben. Die konservative Politikerin war von 1979 bis 1990 Regierungschefin. Die sogenannte Eiserne Lady prägte die Weltpolitik in den 80er Jahren mit. Sie machte sich vor allem durch den Falklandkrieg einen Namen, aber auch durch ihre Rolle innerhalb der damaligen Europäischen Gemeinschaft. Geliebt, gehasst, aber immer im Mittelpunkt. Wie keine zweite stand sie für Großbritannien überall auf der Welt. International respektiert und anerkannt, während sie zu Hause ihre Nation spaltete. Hier unterzog sie die britische Wirtschaft und Gesellschaft einer Radikalkur in bis dato ungekannter Härte. Abbau von maroden Industriebetrieben, Zerschlagung der Gewerkschaften, Massenentlassungen. Der massive Widerstand gegen ihre Politik aber bestärkt sie nur in ihrem Kurs. The ladies not for turning. Die Lady bleibt bei ihrer Linie. Die konservative Partei liebte sie dafür. Angriffslust beschert ihr auch 1983 die Wiederwahl auf einer Welle von Nationalstolz nach einem siegreichen Falklandkrieg. Und Angriffslust prägte auch ihre Europapolitik. He wanted the European Parliament. Das Europaparlament soll über uns regieren? No. 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 Nicht mit ihr. Und auch die deutsche Wiedervereinigung versuchte sie bis zuletzt zu verhindern. Ihre politische Karriere beendete nur ein Jahr später schließlich ihr eigenes Kabinett. Ihr Führungsstil und ihr harscher Anti-Europa-Kurs gaben am Ende den Ausschlag. Vor einer Stunde heute am selben Ort der britische Premier, der auf die Nachricht von ihrem Tod seinen Europabesuch abbrach. Wir haben heute eine große Premierministerin und eine große Britin verloren. Margaret Thatcher hat unser Land nicht nur geführt, sie hat es gerettet. Dennoch, Margaret Thatcher wird sicher die umstrittenste britische Politikerin bleiben. Beigesetzt wird sie in den nächsten Tagen mit militärischen Ehren in der Londoner St. Paul's Kathedrale. Eine Bilderstrecke zum Leben von Margaret Thatcher finden Sie auf tagesschau.de. Außerdem hat das erste um 0.35 Uhr ein Thatcher-Porträt ins Programm gehoben. Das kommunistische Nordkorea schottet sich weiter von seinem Nachbarn im Süden ab. Die Regierung in Pyongyang rief alle Arbeiter aus der gemeinsamen Sonderwirtschaftszone Kaesong zurück. Dort produzieren mehr als 50.000 Nordkoreaner in Fabriken, die von südkoreanischen Firmen betrieben werden. Das Gemeinschaftsprojekt sollte ursprünglich zur Entspannung zwischen den verfeindeten Nachbarn beitragen. Nun soll es geschlossen werden. Noch einmal viel Verkehr in Kaesong, vielleicht zum vorerst letzten Mal. Südkoreanische Arbeiter kehren zurück aus der gemeinsamen Sonderwirtschaftszone. Nordkorea hatte heute bekannt gegeben, seine Arbeiter komplett abzuziehen, etwa 50.000. Ein Symbol der Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd ist damit erst einmal Geschichte. Nordkorea macht einen großen Fehler. Sie sollten diese Entscheidung schnell zurücknehmen. Das wäre der Weg zur Versöhnung und Kooperation. Nur das kann die Katastrophe zwischen den beiden Staaten stoppen. Auch China, Nordkoreas engster Partner, ist zunehmend verärgert. Kein Land dürfe aus selbstsüchtigen Motiven eine Region ins Chaos stürzen, wird Staatschef Xi Jinping zitiert, ohne Nordkorea direkt beim Namen zu nennen. Noch übt sich Peking in Diplomatie, nicht so Pyongyang. Nordkorea hetzt die Hunde auf Südkoreas Politiker, das neueste Kapitel im Kriegsgebell. Wir sind am Vorabend einer riesigen Explosion und wenn der Befehl kommt, marschieren wir los. Einen weiteren Atomtest, wie heute irrtümlich von Seoul vermutet, plant Nordkorea offenbar nicht, wohl aber einen weiteren Raketentest, der auch andere Nachbarstaaten beunruhigt. Wir versuchen alles, um jederzeit Menschenleben zu schützen und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. In Südkorea und wie hier in Japan ist die Raketenabwehr schon in Stellung gegangen. Das isolierte Nordkorea will einen neuen Platz erzwingen in der Welt als unerschrockene Atommacht. Doch mit der Politik der schrillen Provokation droht es selbst China zu verlieren, seinen letzten Verbündeten. Der Konflikt mit Nordkorea war auch Thema auf der Hannover Messe. Bundeskanzlerin Merkel und Russlands Präsident Putin riefen die Führung in Pyongyang zur Mäßigung auf und forderten eine Verhandlungslösung.
Russland ist in diesem Jahr Partnerland der weltgrößten Industrieschau. Putin stellte einen deutlichen Ausbau der Handelsbeziehungen mit Deutschland in Aussicht. Zuvor war es an einem Messestand zu einem Zwischenfall gekommen. Es war eine Aktion, auf die der russische Gast am gelassensten reagierte. Wladimir Putin. Für 5 Frauen der ukrainischen Feministinnengruppe Femen ein Diktator, gegen den man oben ohne protestieren muss. Ein bislang einmaliger Auftakt der weltgrößten Industriemesse. Doch dem Präsidenten des Partnerlandes war das nur einen lakonischen Kommentar wert. Ich finde, wenn man politisch diskutieren will, dann sollte man sich doch lieber etwas anziehen. Russland, ein gigantischer Markt für deutsche Unternehmen, entsprechend groß der Andrang in Hannover. Derzeit aber, klagt Putin, sei das russische Handelsvolumen mit Deutschland nicht größer als das mit Holland. Das weiß auch die Kanzlerin. Trotzdem hält sie mit Kritik an der innenpolitischen Lage Russlands nicht zurück. Gerade nach den jüngsten Repressionen gegen deutsche Stiftungen. Die abschließende Pressekonferenz daher eher Schlagabtausch als Diplomatie. Natürlich ist es eine Störung und ein Eingriff, wenn Festplatten zum Beispiel einfach kontrolliert werden, obwohl die Arbeit dieser Stiftungen nach unserer Kenntnis sehr ordnungsgemäß ist. Nein, wir kontrollieren niemanden. Wir wollen aber wissen, wer was mit ausländischem Geld bei uns im Land macht. Protest gegen Putin. Die Hannover Messe wird immer mehr auch zur politischen Bühne. Im Vorjahr galt Gastland China viel Kritik. Die festgenommenen Frauen, darunter 2 Deutsche, sollen am Abend wieder freikommen. Alle französischen Minister müssen binnen einer Woche ihre Vermögen komplett offenlegen. Das kündigte Ministerpräsident Ayrault heute in Paris an. Damit reagiert die Regierung auf den Schwarzgeldskandal um Ex-Haushaltsminister Cahuzac. Er hatte ein Auslandskonto über 600.000 Euro verschwiegen. Außerdem will die Regierung in einem Gesetzestext strengere Strafen bei Verstößen gegen das Steuerrecht festlegen, sowie Regeln zum Berufsethos von Politikern. In der Türkei sorgt ein Prozess gegen mutmaßliche Putschisten für Proteste. Tausende Demonstranten und die Polizei lieferten sich heute bei Istanbul gewaltsame Auseinandersetzungen. Kritiker halten das sogenannte Ergenekon-Verfahren für politisch motiviert. Den mehr als 250 Angeklagten, unter ihnen frühere Militärs, Wissenschaftler und Journalisten, wird Hochverrat vorgeworfen. Sie sollen den Sturz der Regierung Erdogan geplant haben. Mit Bussen sind sie aus dem ganzen Land gekommen, Tausende von Demonstranten. Was auf sie wartet, ist eine mit Wasserwerfern und Pfefferspray wohl vorbereitete Polizei. Bürgerkriegsähnliche Szenen heute vor dem Gefängnis und Gerichtskomplex von Silivri in Istanbul. Sie sind sichtbarer Ausdruck dafür, dass das, was seit fast 5 Jahren und 282 Gerichtstagen verhandelt wird, die türkische Gesellschaft spaltet. In dem Massenverfahren nach einem Verschwörungsplan Ergenekon-Prozess genannt, sind nicht weniger als 278 Ex-Generäle, Politiker und Journalisten angeklagt. Ihnen wird Hochverrat und eine Verschwörung gegen die islamische AKP-Regierung im Jahre 2003 vorgeworfen. Viele Laizisten halten die Anklagen für politisch motiviert und sehen darin den Versuch der Erdogan-Regierung, die Opposition einzuschüchtern. Die Türkei und ihr Megaprozess, die Bewertungen gehen weit auseinander. Ich mache mir große Sorgen um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Der Ergenekon-Prozess ist für die Türkei ein historischer Wendepunkt. Es ist wichtig, mit einer schmutzigen Vergangenheit abzurechnen. Der heutige Gerichtstag wurde vorzeitig abgebrochen. Gefordert werden lebenslange Haftstrafen für die 46 Hauptangeklagten, darunter den Ex-Generalstabschef İlker Başbuğ. Mit Urteilen wird erst in Monaten gerechnet. Der Prozess, er wird die Türkei weiter in Atem halten. In Montenegro bleibt Staatspräsident Vujanovic im Amt. Der Sozialist hat die Wahl nach offizieller Auszählung gewonnen. Er erhielt mehr als 51% der Stimmen, teilte die Wahlkommission am Abend mit. Das Ergebnis war zuvor zwischen Vujanovic und seinem Gegenkandidaten Lekic umstritten. Beide hatten den Sieg für sich reklamiert. Vujanovic steht für eine enge Anbindung des Mittelmeerstaates an die EU und die NATO. In der syrischen Hauptstadt Damaskus sind bei einem Anschlag mindestens 15 Menschen getötet worden. Mehr als 50 sollen verletzt worden sein. Im Zentrum der Stadt war eine Autobombe explodiert, die nach Angaben des Staatsfernsehens von einem Selbstmordattentäter gezündet worden war. Die Druckwelle der Detonation zerstörte Gebäude und Autos.
Auch in der Gedenkstätte Auschwitz ist der Holocaust-Gedenktag begangen worden. Mehr als 10.000 junge jüdische Menschen aus aller Welt versammelten sich zu einem Totengebet in dem früheren Vernichtungslager. Sie zogen in einem Schweigemarsch nach Birkenau, wo mehr als 1 Million Juden ermordet wurden. An dem traditionellen Marsch der Lebenden nahmen auch 500 Holocaust-Überlebende teil. Vom Lagertor in Auschwitz sind es knapp 3 Kilometer bis Birkenau. Und genau diesen Weg durch das größte der deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager gingen heute Nachmittag rund 11.000 junge Juden aus aller Welt beim Marsch der Lebenden. Schweigend erinnerten sie an die allein hier mehr als 1 Million ermordeter Menschen. Etwa 500 Überlebende begleiteten die Teilnehmer, die ihren Gefühlen freien Lauf ließen. Ich fühle Hass, aber auch Freude, weil die Nazis es nicht fertiggebracht haben, alle Juden umzubringen. Wir sind immer noch da und wir leben noch. Dieser Ort ist eine Todesfabrik. Hierhin müssen wir Juden immer wieder zurückkommen, um uns zu erinnern und uns die Hoffnung von niemandem wegnehmen zu lassen. In diesem Jahr wurde vor allem an die ermordeten Kinder erinnert. In einer Videobotschaft betonte Israels Präsident Shimon Peres, der Schmerz und die Wunde von damals seien immer noch da. Die Opfer lebten aber in allen Juden weiter. Es darf niemals wieder geschehen. Wir müssen allen sagen, dass das Leben nur funktioniert ohne Hass und ohne Krieg und natürlich auch ohne die Gräueltaten, die die Nazis hier begangen haben. Wer heute in Auschwitz war, unterstützte die Tagesbotschaft. Wir werden nicht still sein, heißt sie. So etwas wie Auschwitz darf es nie wieder geben. Die Vergabe von Presse- und Zuschauerplätzen beim anstehenden Prozess um die Neonazi-Morde bleibt umstritten. Auch der Koordinierungsrat der Muslime in Deutschland fordert jetzt einen festen Platz. Sein Vorsitzender Masjek sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, er halte das für eine Selbstverständlichkeit. Masjek gab sich zuversichtlich, dass Verfassungsbeschwerden gegen das Akkreditierungsverfahren Erfolg haben. Eine solche Beschwerde hat die türkische Zeitung Sabah eingelegt. Hartz-IV-Empfänger, die häufiger Termine wegen einer Erkrankung platzen lassen, müssen sich auf schärfere Kontrollen einstellen. Eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit bestätigte heute einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung. Bei Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit sind Jobcenter danach angewiesen, den medizinischen Dienst der Krankenkassen einzuschalten. Wer die Krankheit vorgetäuscht hat, muss mit Leistungseinbußen rechnen. Papst Franziskus hat den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Schneider, getroffen. Das zentrale Gesprächsthema war die Ökumene. Schneider hat den Papst zu den Reformationsfeierlichkeiten 2017 eingeladen. Er betonte, beiden sei es wichtig, den Weg des Glaubens gemeinsam zu gehen. Schneider bleibt für mehrere Tage in Rom, um sich mit Geistlichen der katholischen Kirche zu treffen. 40 Jahre nach seinem Tod sind die sterblichen Überreste des chilenischen Literatur-Nobelpreisträgers Pablo Neruda exhumiert worden. Mit der spektakulären Aktion soll die tatsächliche Todesursache des kommunistischen Dichters und Politikers geklärt werden. Neruda, hier Archivaufnahmen, war 12 Tage nach dem Militärputsch gegen den Sozialisten Allende im Jahr 1973 während einer Krankenhausbehandlung gestorben. Angeblich traumatisiert von den politischen Ereignissen. Sein ehemaliger Fahrer glaubt dagegen, Neruda sei von den Militärs vergiftet worden. Jetzt soll ein internationales Expertenteam den Sachverhalt aufklären. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 9. April. Die Wetterlage stellt sich um. In den nächsten Tagen lenkt ein atlantisches Tiefdrucksystem viele Wolken, aber auch milde Luft zu uns. In der Nacht regnet es gebietsweise etwas. Im Norden und Osten sowie auf den Bergen fällt auch noch Schnee. Morgen zeigt sich neben dichten Wolken hier und da die Sonne. Im Lauf des Tages zieht über den Südwesten ein Regenband nordostwärts. Bis zum Abend gibt es im Nordosten und an den Küsten aber nur wenig Regen. Im Südwesten sind weiter einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden und später auch im Südwesten zum Teil frisch. An den Küsten können stürmische Böen, im Hochschwarzwald Sturmböen auftreten. In der Nacht Abkühlung auf 5 Grad am Oberrhein bis minus 2 im Nordosten. Morgen auf Rügen 5, im Südosten Bayerns 13 Grad. Die kommenden Tage bleibt es wechselhaft. Es gibt viele Wolken und etwas Sonne, dabei gebietsweise Regen oder einzelne Schauer, am Freitag örtlich auch Gewitter. Die Temperaturen bleiben im Norden zum Teil noch einstellig, im Süden wird es deutlich milder.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Karin Mioska mit diesen Tagesthemen: Absatzmarkt Russland zwischen Moral und Geschäft, Fragen an den Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung Moskau und gefangen im Reich der Mitte, wie ein deutscher Spediteur in China festgehalten wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.